Ich begrüße sehr herzlich als allererstes, weil ohne die könnten wir das gar nicht machen, die Aussteller. Die Bioerleben ist ja immer so eine ganz tolle Mischung aus Genuss, Unterhaltung, aber auch sehr viel Information. Mit ihrem Programm aus Genuss, Kultur, Kunst und Kochshows, aber auch viele neugierige Bio-Neulinge an. Die meisten Anbieter kommen aus der Region. Bio allein reicht nicht als Kaufkriterium. Die Leute wollen wissen, wo und wie produziert wird. Das gilt für Nahrung, aber immer öfter auch für Textilien oder den Tourismus. Ja, ist das schon ich habe gedacht, ne, der Vorgedanke war ja eigentlich um die Uhrzeit, das ist so gerade die richtige Uhrzeit, das erste Dessert des Tages. Genau. Deswegen habe ich gedacht, heute mal keine Gemüse, sondern vielleicht mal so Johannisbeeren mit Teekakao und diesem Butterkaramell. Sowas für die schlanke Linie. Ne? Also, guten Appetit. Genau, jetzt fangen wir mit wenig Brühe. Dann werden wir immer wieder aufgießen. Lecker. So, jetzt aber. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, ich hätte noch einen Trinkspruch dazu. Ja, dem Ochsen gibt das Wasser Kraft, dem Menschen Bier und Rebensaft. Darum danke Gott als guter Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Okay.